Grüß Gott allesamt. Ich mache endlich mal wieder ein Crusader-LP weiter. Haben ja einige Leute drauf gewartet. Und wir sind, nicht zu vergessen, in Mission 4 jetzt. Oder kommen zu Mission 4. Und wir haben gerade eben, oder vor einer Woche glaube ich, die Thermatron-Fabrik, haben wir Pläne gestohlen. Und jetzt schauen wir erstmal, was unsere netten Rebellenkollegen dazu zu sagen haben. Hey, was will ein netter Konsortiumsoldat wie Sie in einer ungemütlichen Bar wie dieser hier? Ich weiß nicht, ob ich vor Ihnen salutieren soll oder Sie erschießen soll. Hören Sie, ich bin im Widerstand aufgewachsen. Ich habe bessere Menschen für bessere Ziele sterben sehen. Die Ziele, denen Sie blindlings folgen, sind nichts wert. Oder soll ich sagen, blindlings folgten? Die Wahrheit kennen nur Sie. Ich finde raus, wo Sie stehen, glauben Sie mir. Sie kennen ja mein Motto. Für mich gilt, nur ein toter Soldat ist ein guter Soldat. Sobald Sie einen Fehler machen, sehe ich zu, dass Sie ein guter Soldat werden, okay? Und jetzt gehen Sie mir aus den Augen. Ich möchte hier in Ruhe was trinken. Komischerweise mag ich die am meisten. Nee. Hallo, Captain. Als Finanzbeamter verbrachte ich Stunden damit, intoleranten Leuten zuzuhören, die die ganze Zeit behaupteten, dass das Konsortium das Höchste ist. In dieser Einheit bin ich nur geduldet, vor allem von Shannon Brooks. Diese Frau ist hart wie Granit, kann ich Ihnen sagen. Sie ist... Tja, sie war es, die mir nach meiner ersten Schießübung die Hasenpfote gegeben hat. Sie sagt, ich könnte jede Hilfe brauchen. Sie ist fast so schlimm wie die früheren Kollegen der Steuerbehörde. Ich kämpfe jetzt schon etwas länger als ein Jahr an ihrer Seite. Und sie geht immer noch mit mir um, als wäre ich ein Konsortium-Agent. Ich nehme sie nicht weiter übel. Sie hat ihre ganze Familie verloren. Als das Konsortium Petra niedermachte, weil es sich nicht dem WEC anschloss. Oh, bin zu Tränen gerührt. Willkommen zu Hause, Captain. Wie ich hörte, sind Sie bei Ihrer letzten Mission in Schwierigkeiten geraten. Das macht nichts. Sowas kann jedem von uns passieren. Ach, da fällt mir ein, ich werde Ihnen für eine Weile Gesellschaft leisten. In Ihrer üblichen kryptischen Art hat die Zentrale erklärt, dass ich dieser Einheit für nicht spezifizierte Aufgaben und einen nicht spezifizierten Zeitraum angehöre. Das hört sich für mich nach Verwaltungsarbeit an. Naja, was soll's. Besser als die Gastfreundschaft des Konsortiums. Außerdem habe ich hier bestimmt bessere Aufstiegschancen. Wer weiß, was der gute Dr. Hoffman mit mir vorhatte. Was der wohl vorhatte. Oh, Captain, schön, Sie wiederzusehen. Kommen Sie. Hey, ich habe was Nettes für Sie. Ein paar hübsche Spielsachen für Erwachsene. Entschuldigen Sie bitte. Im Ernst, ich habe ein paar wunderbare Sachen für Sie dabei. Nur beste Qualität, glauben Sie mir. Ich laufe mir die Füße wund, weil es für mich das Wichtigste ist, dass Sie zufrieden sind. Die anderen sind alle nicht so wichtig. Ich habe die beste Ware weit und breit. Ich kann jeden Kunden glücklich machen. Sehen Sie sich um. Nur keine Angst, Sir. Ich liebe den Kerl. Was der genommen hat, will ich auch. Kaufe ich mir jetzt das Teil? Laserwaffen. Nein, ich bin stark. Ja bitte. Hören Sie, ich wäre nicht so wählerisch, wenn ich Sie wäre, Captain. Auch wenn es nicht die beste Ware ist, bin ich im Moment der Einzige, der was anbieten kann. Ich weiß, das Konsortium hat bessere Waffen, aber bei denen stinkt was gewaltig. Gewaltig, verstehen Sie mich? Es stinkt gewaltig. Also, möchten Sie vielleicht was anderes kaufen? Ach ja. Ja. Hier vielleicht auch mal kurz ein kleines Shoutout an die treuen Crusader-Zuschauer. Shredding Princess. Ich weiß, ich habe schon lange nichts mehr hochgeladen. Es tut mir so leid. Aber ich mach's ja gerade wieder gut. Wesker. Ja. Was soll man noch sagen? Leute, die solche alte Spiele noch zu schätzen wissen. Gibt's relativ selten, finde ich. Wie geht's denn noch? Ach Gott, da gibt's noch ein paar. Ich schreibe noch ein paar Shoutouts dann in die Beschreibung rein.
Das war wirklich gute Arbeit, Captain. Ich bin am Grübeln, ob der General nicht doch recht hatte. Die Lage ist folgendermaßen. Da das WEC uns freundlich gesinnte Städte belagert, ist dort eine Hungersnot ausgebrochen. Nicht nur die Rebellen, sondern auch die Zivilisten leiden Hunger. Tausende von Menschen werden allein in Genf verhungern, wenn unsere nächste große Lebensmittellieferung nicht durchkommt. Die Öffentlichkeit glaubt immer noch, wir liefern Waffen in die Städte. Nachrichtensendungen. Die bringen kommentarlos, was ihnen die Regierung erzählt, als wären es Fakten. Wir müssen die Nahrungsmittel an der WEC-Blockade vorbeibringen. Sie werden eine der feindlichen Überwachungsstationen ausschalten. Andrews übernimmt ihre Einschleusungsaufklärung. Bei ihm sind sie in guten Händen. Sobald sie drinnen sind, lautet ihr Befehl, die zentrale Kommunikationseinrichtung zu zerstören. Und zwar noch bevor sich unser Konvoi in Bewegung gesetzt hat. Sie können ja, wenn Sie die Empfangsantenne suchen, Ihren Datenschirm befragen. Wenn Sie die Blast Pack platziert haben, werden Sie von Corporal Reeves mit Ihren Rückholkoordinaten kontaktiert. Jawohl, Chef. Wir dürfen wegtreten. Das machen wir doch gleich. Mit links. Miau. Miau. Nächste Mission. Ich bringe euch alle um. Denn ich bin der Silencer. Ich bringe euch zum Schweigen. Was haben wir noch so? Ich doch sicher jetzt voll die fette Plasmawaffe irgendwo rum. Komm her, ich will dich. Ich will die Plasmawaffe haben. Ah. Das soll mich jetzt inwiefern abhalten? Außen. Die Kameras sind ziemlich übel, weil die haben nämlich einen ganz, ganz kleinen Blickwinkel. Dementsprechend erkennen die mich relativ schnell. Pack. Was ist denn das hier? Ich will's drücken. Ich will den Schalter drücken. Okay, irgendwas ist ausgegangen. Ich liebe Schalter. Am besten rote Knöpfe. Rote, große Knöpfe. Du blödes Arschteil. Ah, ich kümmere mich gleich. Ja. Aus. Ich denke mal, damit ging es wieder auf. Nein, das ist ein Kraftfeld. Jupp. Warum so umständlich? Ja, gut. Ah, alles klar. Bist du blöd oder so? Der ist schon wieder so ein Scheißteil. Stirbt er? Schaltet bestimmt gleich einen Alarm an. Okay, blaue Keycard, rote Keycard, Kamera. Ich will nichts reintreten. Kamera. Kommt eine Kamera da hoch? Kaputt! Schalter! Ah ja. Was ist hier? Guten Tag. Hallo? Stopp! Ha! Denkst du kannst mir entfliehen? Oi nuch. Geld! So, was ist hier? 9 Credits. Erb, erb, erb. Ich roll mich jetzt da mal elegant. Renn nach rechts. So, was ist hier unten? Ein Kraftfeld und eine rote Keycard. Gut, habe ich glaube ich auf der anderen Seite gebraucht. Achso,
Es ist kein Gaul. Da hat mich die isometrische Sicht ein kleines bisschen verwirrt. Stirb! Ja, geh mal dann über. Eigentlich irgendwas. Kiste. Eine Wache. Die versucht mich abzuschießen. Boah. Na, komm her. Komm. So. Okay, das sieht ungesund aus. Davon ist ein Schutzdorf. Ist der doof? Ernsthaft? Geht's aus? Ja. So, ist hier hinten noch irgendwas? Nee. Nein. Garantiert nicht. Ah, Knopf. Jetzt geht bestimmt oben das Ding aus. Ja. So. Ach, ich sollte ja eigentlich fast mal meinen Datenschirm befragen, wie schön er das immer sagt. Sorgüberwachungsstation. Bop, 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 bop. Abbildung. Okay. Das muss ich sprengen. Alles klar. Das mache ich. Ach ja. Noch eine Runde. Wollte ich ein Healthpack? Was macht das hier? Ich habe das Rad wieder angemacht. Oh Mann. Also nervt es. So, jetzt mal schnell drauf hier. Ach, zum Glück rollt das Ding. Was macht der hier? Ich renn lieber so rum. Den Weg kenne ich wenigstens. Ist da irgendwas auf der Seite? Komm ich da hin? Da ist eine Kiste. Konnte ich die denn übersehen? Nix gebraucht. Ich glaube, da komme ich nicht hin. So. Ich glaube, da habe ich jetzt die rote Keycard gebraucht. Hi. Zugang gewährt. Den haben wir. Ist da hinten was? Dem ist doch eine Kiste. Thermatron. Das sind zum Glück noch die einfachen Mechs, die kann ich wenigstens mit normalen Schusswaffen auch noch vernünftig zerstören. Der darf bloß jetzt nicht den Alarm schalten. Töte ich ihn. Den Rüpel. Ach, oh Mann. Da, daneben nicht. So, Kamera. Jupp, jupp. Der hier. Ah, wie ist Waffe wechseln? W wie Waffe. Ich glaube, das hier. So. Na, bis jetzt ist die Mission recht simpel. Ionengenerator.